Die reichsten Schweizer, nur 1% der Bevölkerung, besitzen knapp die Hälfte des Vermögens aller Schweizer zusammen. Die Chance, dass ein Akademikerkind eine Hochschule besucht, ist in der Schweiz 1,5 Mal höher als die eines Nicht-Akademikerkindes. Frauen verdienen in der Schweiz für den gleichen Job im Schnitt 20% weniger als Männer. Ist das gerecht? Wie müsste eine Welt beschaffen sein, in der echte Gerechtigkeit herrscht? Stell dir vor, du kannst gemeinsam mit anderen festlegen, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat. Welche Güter verteilt ihr wie? Wer hat welche Rechte? Wer kriegt den Spitzenjob, den nur einer haben kann? Was ist ein gerechter Lohn? Ihr diskutiert und diskutiert und entwerft die gerechte Welt. Damit eure Entscheide nicht parteiisch ausfallen und ihr nicht einen Staat zu euren Gunsten entwerft, wird euch ein Schleier des Nichtwissens umgebunden. Hinter dem Schleier wisst ihr nicht, werde ich in dieser Welt eine Frau sein? Oder ein Mann? Werde ich in einer wohlsituierten Akademikerfamilie aufwachsen? Oder als Kind einer mittellosen Migrantenfamilie? Lebe ich in der Stadt? Oder auf dem Land? Ohne oder mit Kindern? Bin ich sportlich? Oder eher nicht? Religiös? Oder atheistisch? Keine Ahnung. Ihr macht die Spielregeln, wisst aber nicht, an welcher Position ihr später spielen werdet. In diesem Urzustand werdet ihr euch auf wenige Prinzipien einigen, die eine gerechte Gesellschaft ausmachen. Das meint John Rawls, der Erfinder dieses Gedankenexperiments. Er glaubt, ihr entscheidet euch hinter dem Schleier des Nichtwissens für eine Gesellschaft, in der es den am schlechtesten Gestellten möglichst gut geht. Denn ihr könntet ja in dieser Position sein. Dieses sogenannte Differenzprinzip behauptet, selbst Ungleichheiten können gerecht sein. Nämlich dann, wenn sie denjenigen zugutekommen, die am wenigsten haben. Das heißt, der CEO einer Großbank darf sich ohne schlechtes Gewissen einem exorbitanten Lohn auszahlen. Wenn auch der Angestellte am Bankschalter mehr verdient. Gegen Ungleichheit kann man nichts sagen, solange alle davon profitieren. Stimmt das? Was ist gerecht?